wie echt einsatzbereit mit Erik Zenger. Erik, nach der 0:1 Niederlage vom vergangenen Wochenende ist es leider traurige Gewissheit und der SV Sandhausen steigt nach dieser Saison aus der zweiten Bundesliga ab. Wie schaust du denn auf dieses Spiel in Heidenheim zurück? Natürlich wussten wir, bevor wir ins Spiel gegangen sind in Heidenheim, dass das eine sehr, sehr schwere Aufgabe für uns wird und auch auf die Ausgangslage. Nichtsdestotrotz haben wir versucht, das Spiel so offen wie möglich zu gestalten und so lange wie möglich. Leider ist es uns nicht gelungen, ein gutes Resultat für uns zu erzielen. Deswegen sind wir natürlich ziemlich traurig über den Ausgang, aber leider war es auch etwas abzusehen. Du bist seit 2015 am Hartwald und damit der dienstälteste Spieler im Kader. Welche Bedeutung haben denn für dich die 11 Jahre, die der SVS jetzt in der zweiten Liga verbringen durfte? Die machen mich natürlich als Spieler sehr, sehr stolz. Ist nicht selbstverständlich, in der zweiten Liga spielen zu können. Ich denke, wir haben das über die Jahre hinweg sehr gut gemacht, haben alles reingeworfen, waren meistens oder fast immer der Underdog und haben es echt überragend gelöst und sind über uns hinausgewachsen. Leider wollte es aus gewissen Gründen dieses Jahr nicht sein. Jetzt am Sonntag erwarten wir zum Saisonabschluss den Hamburger SV. Was für eine Partie erwartest du denn? Ich denke mal, der HSV wird versuchen, seinen Ballbesitzfußball aufzuziehen, viel Druck zu machen, um den Aufstieg klar zu machen oder zumindest, dass sie ihr Ergebnis erzielen und dann auf Heidenheim gespannt gucken. Und da gilt es natürlich von uns, alles dagegen zu stemmen und hohen Hauptes zu verabschieden aus der Liga. Du hast es angesprochen, es erwartet uns ein ausverkauftes Haus. Was habt ihr euch vorgenommen, um den SVS-Fans einen gebührenden Abschluss zu bieten? Ja, Fakt ist natürlich, wir treten hier nicht zum Spaß an. Wir wollen natürlich einen Heimsieg den Fans bescheren und werden dafür alles geben, dass wir den Fans nochmal zumindest eine Kleinigkeit zurückgeben. Nichtsdestotrotz wollen wir uns auch als ganze Mannschaft ganz herzlich bei den Fans für die tolle Unterstützung bedanken. Auch ich persönlich für die ganzen Jahre hier, dass das nicht selbstverständlich ist, weil wir zigmal in so einer schwierigen Lage waren und immer eigentlich sehr viel Unterstützung erfahren haben. Deswegen macht es auch ein Stück weit sehr traurig, dass das jetzt dann so ausgegangen ist. Alles klar. Danke, Erik.